Feuerball werfe ich. Sehr interessant. Sehr, sehr lustig. Und meine Hände fangen an zu glühen. Und alles brennt hier. Haben wir wieder Munition hier drin? Ja, und Salz. War da unten noch was? Nein. Ich dachte schon, da unten war noch was. Also die nächste Fertigkeit. Bislang können wir also Maschinen und Menschen beherrschen. Und jetzt... Tja, so geht's auch. So kann man schneller Maschinen töten. Indem man ganz einfach irgendwas auf sie drauf wirft. Und ich habe einen Schuss gemacht und werde jetzt nachladen. Sehr gut. Munition. Hallo. Nahkampf. Lebt er noch? Nein. Kritischer Treffer. So, wir haben vielleicht auch noch das, kann ich das Feuerwerk treffen? Okay, das war knapp. Ich habe kein Salz mehr. Hier ist eine Pfütze. Ah, Öl. Okay, das hätten wir anzünden können. Was ist das denn? Okay, das ist scheinbar von den Firemen übrig geblieben. Haben die hier Salz für mich? Nein, und der Salz? Der sieht etwas verbrannt aus. Warum wieder etwa? Ein Schokoriegel? Was haben wir denn hier? Um auf alle deine Kräfte... Q. Ah, mit Q kann ich switchen. Okay. Ach, jeder hat eine eigene Leiste an Salz. Ach, das wusste ich nicht. Das heißt, wir brauchen quasi nicht für alles das gleiche Mana oder das Salz, sondern wir müssen quasi hin und her switchen. Was haben wir denn noch hier? Eine Geldbörse. Auf jeden Fall immer hier sich, muss man sich umschauen, auf jeden Fall. Da bekommt man tolle Sachen. So, dass der Pfeil... Ups, das war die falsche Taste. Ich wollte doch mein Navi drücken. Mein Navi ist N und nicht M. N für Navi. Das ist ein Schwein. Füllen wir mal das auf. Unseren Feuerball. Hauptsache, er reitet, der Koch reitet auf ein Schwein und ist selber so ein Schwein. So ein dicker Pummel. Oh, ein Brot. Noch mehr Essen, aber Essen ist voll. Das Einzige, was wir noch gebrauchen könnten, wäre Salz, aber hier ist scheinbar nichts. Ab hier rein. Ab ins Restaurant. Enter, um den Bereich zu verlassen. Oh, und eine Ladescreen. Der erste in dem Game. Dim, 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 dim. Gehe nach Monument Island. Alles klar. Noch mehr Salz. Was füllen wir auf? Wir könnten das auffüllen. Ja, füllen wir das auf. Und nehmen aber mal unseren Feuerball lieber. Denn gegen Maschinen ist auf jeden Fall der Feuerball wesentlich besser. Ich bin mal gespannt, was wir noch für Fertigkeiten bekommen. Blitz und der ganze Rotz wird bestimmt noch kommen. Können wir uns irgendwie umziehen? Nein. Munition habe ich voll. Hier haben wir wieder einen Schlaps getrunken und können wieder durch die Gegend laufen. Oh, ein Schrank. Hätte ich fast nicht gesehen, weil ich so besoffen war. Oh, drei von den lustigen Teilen. Schauen wir doch mal rein. Das gibt bestimmt wieder etwas für unsere Errungenschaften. Das Wort des Propheten. Präsentiert 1893. Der Traum des Propheten. Dum, dum, dum. Flieh. Raumschiffe. Nein, das war kein Raumschiff. Und Ende. Natürlich war das ein Flugzeug. So. Das brauchen wir alle. Wollen wir uns alles anschauen? Ja, natürlich. ...1901. Chinesische Boxer. Chinesen sind so groß. Oh. Kämpfen für Amerika. Unser Prophet. Und welchen Dank erhält er? Gar keinen. Deswegen gründet er seine eigene Stadt. Wir stehen hinter dem Propheten. Wörtlich. Finn, Ende. Und das letzte, was sagt uns das? Errungenschaft, haben wir wieder. Müssen wir alles angucken. Wir trennen uns von der Union 1902. Nein, danke, sagt der Prophet.
Wir gehen eigene Wege. Ende. Ein sehr schöner Kurzfilm. Ich würde den schwarz-weiß gehalten. Sehr toll. Jetzt sind wir auf jeden Fall etwas schlauer, denn wir wissen jetzt alles. So, wo sind wir denn hier? Da ist eine junge Dame, die uns etwas anbietet. Warum folgen Sie mir? Wir waren schon hier. Warum folgen Sie uns? Ich... Aperitif. Ach, die beiden. Doch wieder vom Anfang. Waren das auch die beiden? Das waren die auch, ganz zum Anfang mit den Münzen, oder? Das waren die beiden, glaube ich, auch. Also wo wir quasi in den Vergnügungspark reingegangen sind zu der Verlosung. Und auf ganz zum Anfang auf dem Boot Richtung Leuchtturminsel. Was ist das denn? Der Unterschied zwischen Schild-Upgrade. Darf ich die ins Gesicht schießen? Fügt ein Magnetabwehrfeld hinzu, um die Verteidigung zu verbessern. Was war denn das? Verblüffend. Dass es funktioniert hat? Verblüffend, dass es ihn nicht getötet hat. Aber ein Magnetabwehrfeld um einen rum kann nützlich sein. Wenn es einen nicht tötet. Ja, natürlich. Wenn es einen nicht tötet. Okay, jetzt haben wir oben unser Schild. Das lädt sich quasi wieder auf, wenn es verbraucht ist. Also immer ein Abwehrschild. Wir können Kaffee trinken, gibt Salz. Salz ist fast voll. Ja, auf beiden Seiten. Sehr schön. Was haben wir denn hier noch liegen? Zigaretten. Minus Gesundheit plus Salz. Nein, wir haben Salz voll und Gesundheit wollen wir behalten. Natürlich, wie man wieder sieht, Rauchen schädigt die Gesundheit. Können wir die Kasse noch plündern? Natürlich. Sonst noch etwas? Nein. Also wir haben ein Schild, wir haben die Fertigkeit Feuerbälle zu schießen, Teufel, und wir haben die Fertigkeit Leute zu übernehmen. Wir sind voll böse. Hier kommen wir sogar auch rein. Oh, die kennen wir doch. Die kennen wir doch. Wein trinken. Minus Salz. Nein. Trinken wir lieber nichts. Waschbecken benutzen. Yay. Wir können ein Waschbecken benutzen. Das wird uns auf jeden Fall weiterhelfen. Sonst ist hier scheinbar nichts. Außer Wein ist hier irgendwie ein Versteck oder so. Irgendwelche geheimen Schalter. Wie es aussieht, nicht. Und wenn ja, finde ich sie nicht. Können wir einfach alles nehmen, aber wir haben alles voll. Von daher brauchen wir das nicht. Ein sehr schönes Bild. Dann gehen wir mal weiter. Vielen Dank für dieses Schild. So, ab zur Küche. Und wir haben einen Log. Hören wir uns nochmal an. Vater Comstock hat mich heute aufgesucht. Mich? Ich soll sein persönlicher Biograf werden. Der Mann bezahlt für exakt 100 Seiten. Im Voraus. Tja, wenn ich Silber rieche, erwacht der Schacherer in mir. Also sage ich, Vater, Ihre Herde würde für 1000 Seiten bezahlen. Warum also so wenige? Da sieht der Prophet mich an und spricht, 100 werden genügen. Ich weiß ja, wie die Biografie endet. Ja, hat sie gerade gesehen, wir haben Munition für ein Maschinengewehr bekommen. Und da fliegt die Polizei und sucht uns. Ja. Wir müssen darüber, ja. Wenn ich mich mit diesem Skyhook da einhaken könnte. Skyhook? Was ist ein Skyhook? Leertaste greifen. Wow! Der Haken muss magnetisch sein. Ja. Ah, okay. Interessant. Ich hab ja durch mein Magnetfeld, wie das wohl funktionieren, alle, wa? Ein Sky-Angriff. Oh, böse, böse, böse. Das. Jetzt habe ich seine Leiche verloren. Und kann ihn nicht mehr plündern. Ja. Oh, ein Maschinengewehr. Cool. E, um Waffen zu tauschen. Da bekommen wir ein Maschinengewehr. Sehr interessant.
Und schauen wir. Sind das Leuchtraketen oder böse Raketen? Ich hab Angst. Hallo? Tut das weh? So, wechseln wir auf unser Maschinengewehr, denn wir haben's ja. Da kommt jemand. Aua, warum macht der so viel Schaden? Oh, da ist ein Magnetfeld kaputt. Dein Schild ist defekt. Geh in Deckung, um ihn wieder aufzuladen. So, wo sind noch mehr Leute? Das heißt, man sollte immer in Deckung gehen, so laut dem Tipp. Ich will einen Skalp. Wechsel mal auf dies hier. Damit wir vielleicht das Boot da bearbeiten können. Sind da noch Polizisten drauf? Nein, die sind alle runter vom Boot. Oder vom Schiff oder wie auch immer. Der falsche Hirte ist hier. Er will unser Lamm rauben und auf Abwege führen. Oh nein. Scheinbar nicht getroffen. Kaffee. Muss man einen Überblick verschaffen, wo überhaupt dies ganze erforschen können wir eigentlich noch später machen. Wir sind da mitten im Kampf. Da klingt ein Telefon. So, da ist die Maschine. So. Machen wir mal einen schönen Feuerball. Irgendwie treffe ich den nicht. Ich muss ihn ausschalten. Irgendwie kann ich ihn nicht treffen von der Stelle und nicht übernehmen. Ich weiß nicht warum. Okay, jetzt ist er. Ah, jetzt ist er übernommen. Alles klar. Ah, ich habe daneben geschossen irgendwie. Jetzt nicht mehr. Machen wir es halt so. Ich mache es viel zu umständlich und vorne hat gerade voll gebrannt. Habt ihr das gesehen? So, was sagt meine Energie? Ist alles in Ordnung? Nur mein Shit wurde aufgebraucht. Kann wieder nachladen und noch ein etwas erforschen, denn ich glaube, ich habe die Leute noch nicht alle nachgeschaut, was die so haben. Wer redet denn hier die ganze Zeit? Hier ist doch niemand. So, hier habe ich dann noch mehr Leute umgebracht. Genau, ach, die sind despawned. Das ist ja blöd. Leichen despawn einfach. So, haben wir hier sonst noch was? Hier noch Munition. Verbandskasten. Gesundheit ist voll. Ach, ich habe hier gegen geschossen. Ja, kein Wunder. Und da unten. Telefon. Mein Schild ist weg. Lebt er noch? Nein. Wo ist das Geschütz? Wo ist das Geschütz? Okay, das ist dahinter. Das sehe ich von da nicht. Ein bisschen Salz nehmen. Oha. Aua, aua, aua. Aua. Hörst du auf, mich zu schießen? Oh nein, Munition alle. Nachladen. Nochmal nachladen, bitte. Nicht mehr viel. Schuss hier auf unser Maschinengewehr. So, ausgezeichnet. Das ist schon mal kaputt. Immer schön Munition mitnehmen. Wie, unser Schild ist wieder aufgeladen. Oh, hat er denn noch was? Ich weiß nicht, wenn die despawnen, ob dann die Sachen auch despawnen. Das ist ein bisschen blöd. Sollten wir die schnell erledigen, beziehungsweise schnell plündern. War hier nicht noch eine junge Dame, die wir getötet haben? Wo ist die denn hin? Ist sie schon despawned? Mein Kopf wird rollen. Hier spricht doch die ganze Zeit jemand. Wer ist das denn? So. Eine echte Pistole. Wir müssen da rüber. Aber habe ich da irgendwo noch was vergessen? Nein, ich gehe mal rüber.